Sie sind immer noch mit dem Fußball verbunden, nehme ich an. Grundsätzlich so, wenn man dieses Fußballgehen besitzt, dann wird man es natürlich nie mehr los. Ist ja auch gut so. Aber die Schiedsrichterpfeife, die habe ich komplett an den Nagel gehängt. Nach meiner aktiven Laufbahn Ende 2008 habe ich gerade noch mal 4 Spiele gepfiffen, mehr nicht. Heute kümmere ich mich eben um andere Dinge im Fußball, hauptsächlich im Fernsehen. Okay, Sie sind, glaube ich, als Fernsehexperte unterwegs. Ja, ich war 4 Jahre in der Türkei, habe da die größte Fußballsendung gemacht in der Türkei. Schwer vorstellbar mit einem tollen Dolmetscher, mit 2 tollen, großen Persönlichkeiten der Türkei. Hat er mich geholt 2010, um Wert und Werte des Fußballs zu steigern, um die Schärfe aus der Medienlandschaft herauszunehmen. Unvorstellbar, dass es lange gut geht, hätte ich damals auch nie gedacht. Es sind 4 Jahre geworden, 305 Sendungen. Jeden Sonntag und jeden Montagabend 3 bis 4 Stunden live. Und jetzt mittlerweile natürlich im 7. Jahr schon bei Sky. 3 Jahre am berühmten Topspieltisch samstagsabends. Und jetzt jedes Wochenende komplett im Studio. Sie haben, wie ich gesehen habe, Ihre Rennschuhe noch an. Sind Sie schon gelaufen, bevor Sie heute hier zur Veranstaltung gekommen sind? Ja, also heute ehrlicherweise noch nicht. Aber so auch ein Ruhetag ist ja auch oft ein positiver Trainingstag bei dem, was ich die Woche schon gemacht habe. Ja, bin immer noch schwer aktiv. Vor allem das Trailrunning hat mir es im Leben angetan. Ich war schon immer Ausdauersportler, den ersten Marathon mit 15 schon gelaufen. Und jetzt die letzten Jahre viel Trailrunning. Zum Beispiel im letzten Jahr habe ich mir den großen Traum erfüllt. Ultra Trail Mont Blanc, wer in der Szene ist, kennt es. UTMB, 170 Kilometer mit 10.500 Höhenmeter in Chamonix. Das ist so ein bisschen meine Welt. Also der Sport, der ist ganz nah dran. Fußball auch, aber Fußball eben nicht mehr auf dem Platz. Welche Verbindungen haben Sie zu Hohenlohe? Überhaupt irgendeine? Na, dass man vorbeifährt. Also ansonsten war ich relativ wenig im Leben hier. Das ist mir jetzt gerade von der Strecke Autobahn bis hier nach Schwarzberg aufgefallen. Ist eine Kante, die fehlt mir ziemlich im Leben. Ich kann mich an 2, 3 Veranstaltungen, Bad Mergentheim zum Beispiel, erinnern. Aber ansonsten waren es immer nur Momentaufnahmen. Leider. Aber ich hoffe ja, ich habe noch ein paar Jahre eine Zukunft. Und dann werde ich diesen wunderbaren Landstrich hoffentlich noch erkunden können. Genauso, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie mal zu uns in der Pfalz, auch herrlich.